Auch heute hauen einen die Märkte jetzt nicht so wirklich vom Hocker, muss man sagen. Wir sehen zwar neue Allzeithochs bei S&P 500 und den Dow Jones, aber die Anstiege sind so minimal, sind irgendwie in Zeitlupe alles sehr träge. Alles unter minimalem Volumen. Wir hatten jetzt Donnerstag und Freitag die volumenärmsten Tage an der Wall Street seit Beginn des Jahres. Und heute könnten wir das Ganze nochmal unterschreiten, wie es derzeit aussieht. Also ist mal Zeit vielleicht für eine andere Betrachtung, nämlich eine Betrachtung über Geldströme. Wohin fließt eigentlich das Geld? Und da gibt es jetzt aktuelle und sehr interessante Daten, wie ich finde. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Starten wir mal mit den Inflows in Equities, also mit den Geldflüssen in Aktien. Und dann sehen wir hier eine Statistik oben von der Bank of America, absolut sensationell, wie ich finde, nämlich in den letzten 5 Monaten sind in die Aktienmärkte 589 Milliarden Dollar geflossen. Und das ist mehr als in den vorherigen 12 Jahren zusammen. Da waren es nämlich nur 425 Milliarden Dollar. Wir sehen unten in dieser Grafik, ja, vorher ist das Geld vor allem in die Anleihemärkte geflossen. 2,4 Billionen seit dem Jahr 2008, dagegen deutlich weniger eben in die Aktienmärkte. Also da hat irgendwie ein totaler Umschwung stattgefunden in den letzten 5 Monaten. 5 Monate, wenn wir uns mal zurück besinnen, das ist so um und bei November, Dezember, diese Zeit, da gab es ja die Impfstoffmeldung am 9. November. Und das scheint so ein bisschen der Kickstart gewesen zu sein, dass die Leute gesagt haben, jetzt rein in Aktien und tendenziell raus aus Anleihen. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, wenn wir uns mal die Performance der Anleihen anschauen. Dann sind die deutlich besser gelaufen als die Aktienmärkte in den letzten Jahren. Alle sind ja immer sehr fokussiert auf die Aktienmärkte, aber die Kurse der Anleihen sind gestiegen, die Renditen der Anleihen im Gegenzug gefallen. Das war das große Muster und das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Wir sehen ja das schlechteste Quartal seit vielen Jahren, oder das erste Quartal war das schlechteste Quartal für die Anleihenmärkte seit vielen, vielen Jahren und die Aktienmärkte haben sich gut gehalten. Schauen wir uns nochmal weitere Grafiken an. Hier zum Beispiel sieht man diese Flows, sieht man, wie vorher wahnsinnig viel Geld, vor allem 2020 mit Beginn der Corona-Krise, da ist massiv in die Anleihemärkte das Geld reingeflossen und rausgeflossen aus den Aktienmärkten. Jetzt sehen wir unten dieser steile Anstieg, der fast einer Viagra-Werbung ähnelte, in die Zuflüsse in die Aktienmärkte, während es jetzt so langsam rausgeht aus den Anleihemärkten. Und weiter im Text, wir wären normalerweise nicht mal auf Allzeithoch, wenn wir jetzt die globalen Aktienmärkte betrachten und die Wall Street davon abziehen, also ohne amerikanische Aktien, wäre es so, dass wir nach wie vor nicht die Allzeithochs erreicht hätten, was die globalen Aktienmärkte betrifft, hier am MSCI Weltindex gemessen. Ohne die USA wären wir jetzt knapp unter dem Stand von kurz vor der Finanzkrise. Also die Amerikaner sind da durchaus entscheidend, dass die ganze Geschichte so toll aussieht, wie sie derzeit aussieht. Wie gesagt, S&P 500 über der Marke von 4.100 Punkten, Dow Jones mit einem neuen Hoch, Nasdaq heute gemixter, weil die Renditen gestiegen sind. Warum die gestiegen sind, werden wir gleich sehen. Russell 2000 etwas schwächer, aber alles, wie gesagt, im Promillebereich fast, nicht viel passiert. Aber es gibt auch unter der Oberfläche interessante Geldströme. Hier sehen wir mal, wie viel Geld unten in die sogenannten SPACs und SPACs geflossen ist. Also diese Börsenmäntel, die nur eine Aufgabe haben, nämlich irgendwelche Aktien zu kaufen oder irgendwelche Unternehmen zu kaufen, genauer gesagt. Ich hatte gestern eine Grafik, eine Statistik gezeigt, die klar macht, dass diese SPACs extrem teuer kaufen. Das heißt, die sind bereit, viel höhere Preise für Unternehmen zu bezahlen, als andere normale Unternehmen das tun. Das zeigt schon, dass das möglicherweise on the long run kein so gutes Investment ist. Jedenfalls sehen wir, dass bislang diese SPACs knapp 100 Milliarden Dollar aufgenommen haben. Das ist mehr als im Jahr 2020. Aber schauen wir uns mal die Kursentwicklung der SPACs an und der IPOs, die also an den Markt gekommen sind, neue börsengelistete Firmen, die jetzt frisch am Markt sind. Und da sieht das ganz, ganz schlecht aus. Der Nasdaq, der geht jetzt wieder deutlich nach oben. Aber diese IPOs und vor allem die SPACs, die saufen regelrecht ab. Ist das ein tolles Zeichen? Bestimmt. Das unterstützt den Bullenmarkt. Ja, da gibt es noch jemand, der sieht es anders. Der heißt Not Jim Cramer. Jim Cramer ist ja dieser
etwas skurrile Moderator bei CNBC und hier jemand, der diesem Jim Cramer vielleicht nicht so ganz wohlgesonnen ist, jedenfalls not Jim Cramer, alles außer Jim Cramer könnte man sagen, IPO Underperformance. Ist so ähnlich wie im September, als der Nasdaq vor einer Korrektur von 15% stand. Diesmal, meine Damen und Herren, ist das natürlich anders, denn Aktien gehen nur nach oben, das wissen wir, und werden niemals wieder fallen, auch das wissen wir. Dementsprechend sollten Sie das alles nicht ernst nehmen, aber die Divergenz ist sehr, sehr groß zwischen IPOs, die sehr, sehr schlecht performen, und dem Nasdaq, der sehr gut performt. Insgesamt sehen wir, dass die Erwartungen für die Zahlen, für die Gewinne deutlich nach oben gehen, aber nicht so deutlich nach oben gehen wie eben die Aktienkurse. Und hier sagt Lance Roberts, die Anstiege der Märkte sind schneller als eben die Anstiege der Gewinnerwartungen, sodass eben die Bewertungen ein bisschen luftig sind. Da muss also letztendlich noch mehr kommen von den Gewinnen, damit diese Bewertungen wieder gerechtfertigte wären. Aber geht es überhaupt noch um Bewertungen oder geht es nur um Geldströme? Geht es um Liquidität? Geht es praktisch um den monetären Faktor? Das ist die grundsätzliche Frage. Also was würden die Aktienmärkte machen, wenn zum Beispiel jetzt die Quartalsberichtssaison, die ja jetzt nächste Woche anfängt, nicht so toll ist? Würde man dann abverkaufen oder wäre auch das egal, wie derzeit so vieles egal zu sein scheint? Aber schauen wir uns nochmal Bitcoin und Gold an. Da sehen wir hier, Gold, der hatte ja massive Zuflüsse, vor allem dann in der Corona-Krise, Mai 2020. Es ging massiv nach oben. Jetzt allerdings fließt Geld aus Gold ab. Also Gold scheint so ein bisschen zu verlieren in Relation zu Bitcoin. Da fließt Geld rein. Manche sehen offenkundig Bitcoin als Alternative oder als Ersatz oder wie kann man sagen, als das bessere Instrument, als Schutz vor Inflation. Man sagt sich also, Mensch, Bitcoin, das ist eine echte Alternative, das wird funktionieren, das ist eben nicht vermehrbar. Das ist ja definiert, es gibt 21 Millionen Bitcoin, die sind möglich, mehr ist nicht möglich. Gold ist zwar auch nicht beliebig vermehrbar, aber eben doch vermehrbar, wenn man es fördert. Ich werde übrigens, so wie es aussieht, am Donnerstag dieses Interview machen mit dem Blocktrainer. Manche fragen danach einer sehr bekannten Gestalt in der Kryptoszene. Aber weiter im Text. Wir hatten heute ein etwas seltsames Datenleck, kann man sagen, der Amerikaner. Es sollten heute um 14.30 Uhr die viel erwarteten Erzeugerpreise veröffentlicht werden und es passierte nichts. Die Website des Bureau of Labor Statistics, die war down, da ging gar nichts, niemand hatte die Zahlen. Dann kam CNBC in Gestalt eines Moderators, der gesagt hat, ja, ich kenne die Zahlen. Sehr, sehr merkwürdig. Erst eine halbe Stunde, dann 15 Uhr kamen die Zahlen und siehe da, sie sind um 4,2% gestiegen zum Vorjahr, nämlich die Erzeugerpreise. Also die Kosten letztendlich, die die Erzeuger haben, kann man sagen, das ist der größte Anstieg seit dem Jahr 2011. Steve Leisman war es von CNBC, der dann Insider-Informationen hatte und die Zahl dann liegen konnte. Aber das war eine merkwürdige Situation. Die Märkte verunsichert sind dann nach unten gegangen, vor allem der Nasdaq nach unten gegangen. Die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe ist nach oben gegangen, weil man sich gesagt hat, was ist da los? Warum kommen die Zahlen schlichtweg nicht? Und wenn Prognosemodelle richtig sind, wie sie hier von Makrobond und Nordea entwickelt wurden, dann könnten wir vor einer Inflation stehen, vor einem Verbraucherpreisanstieg bis auf 7%. Und das ist dann schon eine Hausnummer, die so ein bisschen an die 1970er Jahre erinnert. Erinnern wir uns, Ölkrise, da ist es mit der Inflation nach oben gegangen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stand 1981 noch bei 15%. Das sind wirklich Zahlen aus einer anderen Welt, aus der Welt der Boomer, könnte man sagen. Jedenfalls ist da durchaus einiges zu erwarten. Und wir hatten heute Morgen oder heute Nacht auch aus China die Inflationsdaten, einmal Verbraucherpreise und einmal Produzentenpreise, also Erzeugerpreise, und hier die Verbraucherpreise 0,4% gestiegen, nicht so dramatisch im Vergleich zum Vorjahr, aber jetzt ins Positive wieder gedreht, und wir sehen aber den massiven Anstieg eben der Produzentenpreise um 4,4%. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, deutlich mehr als erwartet, also auch hier klare Anzeichen für Inflation. Das ist dann der
stärkste Anstieg gewesen seit dem Jahr 2018. Hier sieht man diesen Balken deutlich nach oben schießen. Er erwartet eigentlich nur 3,8%. Und in Sachen China, USA vielleicht noch interessant, dass der Senat wird am 14. April darüber beraten, wie man gegen China vorgehen möchte. Hier will man den globalen Einfluss Chinas deutlich vermindern, will vor allem den Einfluss, die Macht Chinas im asiatisch-pazifischen Raum deutlich verringern. Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass um Taiwan da einiges der Fall ist. Die Chinesen machen Militärübungen. Taiwan hat gesagt, wir werden bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, um unsere Unabhängigkeit zu erhalten. Das sind schon sehr martialische Töne. Das Ganze scheint irgendwie so langsam immer höher zu kochen. Die beiden Administrationen scheint eher das zu tun, was Trump nur verbal getan hat, aber nicht wirklich getan hat, nämlich hier wirklich harte Kante zu zeigen. Mal sehen, was daraus entsteht. Auch Russland, Ukraine ist derzeit ja ein großes Thema. Und wenn wir uns mal anschauen, was diese Inflationsdaten dann wirklich in der Praxis bedeuten, dann sehen wir hier zum Beispiel Maispreise in Chicago. Höchster Stand seit langer, langer Zeit, schießt senkrecht nach oben. Ähnliches gilt für Sojabohnen, Weizen. Allerdings ist zuletzt am europäischen Terminmarkt immerhin ein bisschen zurückgekommen. Aber wir sehen hier massive Preissteigerungen in vielen Rohstoffbereichen, Agrarrohstoffbereichen. Und wenn wir uns jetzt mal die Welt Food Prices anschauen, also die Preise für Nahrungsmittel insgesamt, dann haben wir hier den größten Anstieg seit dem Jahr 2014 und auch das ist eben dann inflationär. Auch das wird bedeuten, dass die Lebenshaltungskosten steigen. Das ist eine ziemlich klare Indikation, die wir derzeit haben. Alles spricht da hier eine ähnliche Sprache. Und all das, weil eben auch der Welthandel wieder angesprungen ist. Wir sind jetzt vor dem Niveau, auf dem wir waren kurz vor der Corona-Krise. Da sind natürlich auch Nachholeffekte dabei. Könnte also sein, dass das Ganze dann wieder so ein bisschen abgleitet, wenn diese Nachholeffekte dann eben befriedigt sind, wenn all das dann nachgeliefert wurde. Man liest ja immer wieder von Rädern, die sagen, wir kommen mit der Nachfrage nicht hinterher. Hier sehen wir mal die Preise für Fracht, die von China nach USA geht. Die sind massiv gestiegen. Die Leute sind bereit, diese Preise zu bezahlen. Noch sind sie bereit dazu. Die Frage ist, ist das ein Peak, den wir hier sehen? Ist das vorübergehend oder ist das nachhaltig? Wenn es nicht vorübergehend ist, dann werden wir eben auch klare Tendenzen, dauerhafte Tendenzen in Richtung Inflation bekommen. Und es gibt Jubelmeldungen aus der deutschen Industrie, zumindest was ihre Produktionserwartungen betrifft. Die ist auf dem höchsten Stand, seit es diese Daten gibt, nämlich seit dem Jahr 1991. Hurra, hurra! Also die Industrie, die blüht, könnte man sagen. Die ist ja auch weniger betroffen von dieser ganzen Lockdown-Geschichte. Aber wenn wir uns dann mal die Realität anschauen, dann sehen wir in Deutschland, haben wir eine rückläufige Industrieproduktion, überraschenderweise minus 1,6%, heute früh gemeldet, sollte eigentlich plus 1,5% sein, also über 3% verfehlt. Und Frankreich noch schlimmer, minus 4,7%. Das ist also alles andere als ein gutes Zeichen. Nach wie vor also diese Divergenz, diese Schizophrenie zwischen immensen Erwartungen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben der Realität, die deutlich weniger hübsch ist. Damit eben die Frage, überschätzen wir letztendlich diesen Aufschwung, diesen Boom, der da kommen wird? Ist der vielleicht nur kurzfristig, nur im zweiten Quartal oder wird der längerfristig sein? Ja, es ist derzeit ein bisschen fade an den Märkten. Man muss es leider so sagen. Kaum Bewegung. Es ist so ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit, hat man das Gefühl. Aber nächste Woche da dürfte es dann vielleicht etwas spannender werden. Wir haben die Quartalszahlen, die amerikanischen Banken werden berichten, wir haben Börsengänge. Coinbase wird an die Börse gehen, also diese Krypto-Plattform. Wir werden die Verbraucherpreise aus den USA haben. Da wird einiges der Fall sein. Und jetzt am Wochenende, genau gesagt am Sonntag, wird Jerome Powell wieder bei 60 Minutes auftreten, dieser Sendung, die in den USA sehr stark beachtet ist. Vor einem Jahr ist er da zuletzt aufgetreten und hat mit diesem Auftritt damals die Gemüter sehr beruhigt, hatte damit letztendlich die Wende an den Aktienmärkten eingeleitet. Was wird an diesem Sonntag passieren, wenn wir dann wieder einen kräftigen Montag erleben, wie so oft Stimulushoffnung, Handelskrieghoffnung, irgendeine Hoffnung, Vaccinehoffnung, irgendeine Hoffnung wird sich da wahrscheinlich finden. Vielleicht haben wir dann die Paul-Hoffnung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jedenfalls sehen wir klare Anzeichen für Inflation. Wir sehen Aktienmärkte, in die wahnsinnig viel Geld geflossen ist.
die aber nur noch in Zeitlupe steigen. Wir sehen, dass wir gewisse Divergenzen haben, dass die Highflyer der Vergangenheit, SPACs, IPOs, ziemlich deutlich abstürzen, der Nasdaq aber weiter nach oben geht. Wie wird die nächste Woche verlaufen? Wie werden die nächsten Wochen verlaufen? Das ist die Frage. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes und entspanntes Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao.